Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zum neuen Odiwa Shoppen. Diesmal soll ja nicht nur Odiwa Shoppen, sondern Odiwa Shoppen Black Friday, Odiwa Shoppen schon für Weihnachten. Alles in einem Video, also zwei, drei Sachen, was hier jetzt vorkommen werden, werdet ihr dann natürlich noch im Odiwa Shoppen Weihnachten sehen, logischerweise. Schnurrig, ja, ich weiß. Ja, der Kater ist gerade verschmust. Eine Sache fehlt jetzt noch, die Fire TV Pro Fernbedienung, die war noch drinne. Hätte ich das gewusst, was heute beim Autohaus rausgekommen ist, hätte ich die nicht geholt, aber egal. Wir waren nämlich beim Autohaus, Schlüssel anlernen für meinen Qashqai, den ich gekauft hatte bei eBay. Ihr erinnert euch, ja, der passt nicht. Der ist von 2013 bis 2017. Meiner ist Baujahr 2017, zählt aber zu 2018, weil er schon das Facelift hat. Da zählt nicht das Baujahr 2017, also Dezember 2017, zählt das Kaufjahr. Also wann er verkauft wurde. 18, Februar 18. Naja, jedenfalls passt die nicht. Ich habe jetzt 61,54 Euro umsonst bezahlt für einen Schlüssel anlernen, was der nicht anlernen konnte. Und ich wieder nach Hause gehen konnte. Eine Frau war da ja noch bei Action, hatte noch ein bisschen Kleinkram für den Geburtstag geholt, für die Kleine. Luftballons und so ein Gedöns halt. Ja, aber hat auch nicht alle gekriegt. Ja. So, aber dann würde ich sagen, fangen wir mal hier an. So. Ich weiß gar nicht, ob ich das beim letzten Video drin hatte. Ich glaube nicht. Ich mache es einfach nochmal. Wenn doch, dann ist er halt doppelt drin. Ich habe jetzt die Hülle, ich habe ja meine zurückgeschickt. Hab jetzt hier die Hülle für mein Xiaomi 13 T Pro. Ja, auch mit diesen Bumpern an der Seite, also für Stoßschutz. Dann halt hier den Metallhaken, den da, wo du wirklich mit Finger drehen kannst und den drehen kannst. Auch magnetisch ist es wieder, alles drum und dran. Besser als mit diesem komischen großen Ring. Weil das habe ich ja zurückgeschickt, also das habe ich Umtausch gemacht, zeigt. Das bringt nichts, weil nicht nur, dass die Klappe locker geworden ist und jedes Mal, wenn ich ein Foto machen wollte, ist die Klappe davor gerutscht, wenn sobald du das Handy ein bisschen zu sehr geneigt hast. Mit dem Ring, das Handy hat damit nicht gestanden. Du konntest es nicht vernünftig festhalten. Es ist ganz große Scheiße. Hier kannst du mit dem Finger dazwischen, hält super. Du kannst es schräg machen und das bleibt schräg. Es bleibt schräg. Und kannst das Handy aufrichten. So, dann haben wir hier noch eine Silberkette, müsste das sein. Eine silberne Kette. So eine dickere, aber nicht zu dick. Mit großen und kleinen. Ja, die sieht jetzt in der Kamera dicker aus, als sie ist. Hat sich die große gewünschte Kette. Die ist für die große. Also ich kann das auch zu Pappmüll. Dann habe ich einen Haartrimmer mir gekauft. Den habe ich auch schon benutzt. Der ist geil. Akku hält jetzt nicht so lange. Aber der macht die Haare schön kurz. Ja, hier seht ihr ja, ich musste alle kurz machen wieder. Ich wollte ja eigentlich Vollbart wachsen lassen, aber ich habe, obwohl ich was drauf gemacht habe, gegen den Juckreiz und auch Pflegezeug und immer regelmäßig gewaschen habe und so, habe ich hier Schuppen gekriegt, auch hier an der Seite. Ja, also ich habe ich nicht vertragen, also musste ich dann leider abmachen. Mal gucken, ich werde mit Dagon Rücksprache halten und ein paar anderen Freunden, die Vollbart haben, was man machen kann, aber jetzt im ersten Augenblick. Muss da leider erstmal runter. Also Frau war ja zufrieden. Wenn es nach der Jung wäre, hätte ich vorne gleich auch alles wegmachen sollen. Und mein Barbier hat auch so ihn gehabt. Letztens, wo ich da war. So. Das ist so einer. Wieso ist denn das hier so? Kommt mir das nur so dunkel vor oder ist das so dunkel? So, das ist ein goldener. Oder soll so golden aussehen mit einem Totenkopf und zwei Klingen hier. Und hier so. Ja. Und hier unten machen wir dann an. Ne, hier oben. Hier haben wir den Akkustand. 100%.
Hoppala. Ja. Der hat auch nicht so gute Bewertungen, was ich nicht verstehe, aber was ich danach dann verstanden habe. Ich fand ihn einfach nur mega geil mit, ja, mit dem, ja, Totenkopf, Bart und Haare und sowas alle. Der macht das, der trimmt das wirklich richtig schön kurz. Der, meiner zieht, den ich bis jetzt, mein Alter ist ja kaputt gegangen, der ist mir runtergefallen. Dann habe ich den anderen genommen, den ich mir mal für Reserve geholt hatte, den preisgünstig bekommen hatte, mal im Angebot geschossen habe. Aber der zieht, wenn du viele Haare hast oder wie beim Bart, wenn da ein bisschen mehr ist, dann zieht der. Und dann hat er auch bei weniger geziebt und bei den Koteletten geziebt und hat gesagt, da muss was Neues her. Und deswegen habe ich mir den geholt. Aber passt da auf, ich werde euch den verlinken. Es gibt zwei Stück. Es gibt einmal den mit dem Gesicht und den mit dem Drachen. Und die Bewertung beziehen sich alle auf den mit dem Drachen. Die haben den mit dem Drachen bestellt, sich den mit dem Gesicht aber angeguckt. Weil hier haben wir noch eins, zwei, drei, vier. Vier zusätzliche Aufsätze. USB-Kabel logischerweise. Dann so einen roten Aufsatz und noch einen zweiten roten Aufsatz. Und einen Pinsel und Pflegeöl. Bei dem mit dem Drachen, so wie ich es jetzt rausgekriegt habe oder durch die ganzen Bewertungen gelesen habe, ist das wohl nicht so mit bei. Also so habe ich es, also so hab ich's mir jetzt durchgelesen. Ja. Also da müsst ihr denn aufpassen. Jetzt muss ich das alles hier erstmal wieder so rinkriegen, damit das auch halbwegs hält. Also nur da müsst ihr aufpassen, dass ihr denn halt nicht, dass ihr da enttäuscht seid. Bei dem Drachen ist das halt alles nicht mit bei. Aber warum, weshalb der Hersteller da so ein Heckmeck macht, dass das nur bei dem und bei dem mit dem Drachen nicht mit bei ist, kann ich euch nicht verraten. War auch nirgendwo zu erlesen. Aber wie gesagt, erster Eindruck, ich habe jetzt den Kopf damit gemacht, ich habe den Bart damit gemacht, musste den halt einmal laden noch. Ich bin positiv überrascht, also obwohl er so klein ist, hat er ordentlich Power. Dann waren wir bei Kaufland. Ich habe dieses Jahr endlich, nachdem ich die letzten 2, 3 Jahre das immer verpasst habe, den PlayStation Adventskalender bekommen. Der kostet ordentlich was, aber ich wollte ja mein Geld sowieso aufladen, weil ich ja noch ein paar Spiele denn holen will oder ein paar DLCs, kommen ja auch nochmal Weihnachtsangebote und so. Der kostet 50 Euro, ihr habt dann halt zweimal 25 € Gutscheine drin. Also hier hinten steht weniger drauf, als eigentlich drin ist, laut Sonys eigener Webseite. Also ich lese euch erstmal vor, was drauf steht. Erstens 50 € PlayStation-Guthaben in Klammern 2 mal 25 €. Cooles PlayStation-Puzzle, 96 Teile, 31 cm mal 20,5 cm. Drittens Gewinnspielcode mit dem einer der folgenden Preise gewonnen werden kann. Also 1011 Preise sind es insgesamt und einer kann davon gewonnen werden. Erst einmal PlayStation VR 2. 10-mal 100 € PlayStation Store Guthaben. 100-mal 50 € PlayStation Store Guthaben. 1000-mal 10 € PlayStation Store Guthaben. Hier löst ihr es ein, bla bla bla. Aber laut PlayStation-Webseite soll dort auch ein Code mit bei sein für Premium-Avatare. Also für zwei oder drei exklusive Avatare, die man nur kriegt, wenn man den Kalender hat. Angeblich. Ich habe mir geholt wegen dem 25 Euro, weil ob ich 55 Euro so kaufe, 2 mal 25. Und hier habe ich dann noch Gewinnchance und mit dem Puzzle. Ich wollte ihn einmal testen. Die waren aber die letzten Jahre nicht so teuer. Der ist aber jetzt wirklich, der haut drin. Also 50 ist schon heftig. So. Dann. Ach so, ja, dann habe ich hier durchsichtig mit Gold, Weiß und
rosa, ne? Das sind Luftballons, ja. Die sind hier durchsichtig mit Gold, rosane und weiße. Die sind für den Kindergeburtstag, also für den Geburtstag, also machen wir mal lieber hier rein, damit sie nicht kaputt gehen. Für den Geburtstag meiner Tochter als Deko. Weil da werden bestimmt die Omas wiederkommen und Opas. Und also ist ja ein Opa noch. Ja. Dann, ich leg mal das hier jetzt schon mal kurz hierher, dass ich das hier mal beiseite räumen kann. So. Ja, gut. Dann habe ich mir Schuhe geholt, nachdem ich New Balance bestellt hatte und die wieder zu eng waren. Also die von der Größe haben sie gepasst. Aber vorne waren sie mir zu eng. Die sind jetzt irgendwie anders geschnitten. Und das ist ja schon eine Nummer größer, als ich eigentlich habe. Und da hat Frau gesagt, ich soll mir welche holen, meines Alters entsprechend. Und die hat dann mit ausgesucht und es sind jetzt schwarze Puma geworden. Mit Gold. Die tragen sich sehr gut. Ich habe auch extra neue Insohlen mit dazu gekauft. Die tragen sich wirklich toll mit den neuen Insohlen. Du läufst ganz anders. Ich kann es euch nicht anders beschreiben. Also ich habe einen ganz anderen Gang jetzt drauf. Kommt mir auch ein bisschen komisch vor beim Gehen manchmal. Aber was halt ein bisschen doof ist, weil das hier alles eine große Fläche ist, wenn du läufst, das knickt halt hier, wenn du, ja, knickt hier sehr, sehr stark ab und dann macht das so nicht so schöne Falten. Also das hätte man hier noch ein bisschen mehr stabilisieren sollen oder halt hier das Leder dann halt nur bis hier und dann hier unten nochmal ein kleines, stärkeres Leder oder so. Das ist jetzt nicht so pralle. Aber sie tragen sich wirklich erste Sahne. Ja, ich habe jetzt auch Hosen gekauft gehabt und so, weil Frauchen ja gesagt hat, da ist sie mit auch nicht mit einverstanden, weil wie gesagt, ich soll mich dem Alter entsprechend anziehen. So, dann habe ich hier so eine Tasche gekauft. Im Black Friday, auch für ein paar Euro nur. Ach so, wartet mal. Habe ich ganz vergessen. Also das ist ein Black Friday Deal. Der war so ein doppelter Black Friday Deal. Da stand Black Friday. Und unten drunter stand dann auch nochmal Prozente. Und weil ich viele Sachen zusammenbestellt habe, kann ich euch jetzt nicht mehr sagen, was ich für die einzelnen Sachen bezahlt habe. Weil wenn ich sie einzeln kaufe, weiß ich, anstatt 10 Euro kostet der 5 Euro und dann wurden nochmal von prozentmäßig so und so viel abgezogen, dann habe ich insgesamt 2,50 bezahlt oder so, als Beispiel. Aber wenn ich hier 3-4 Sachen kaufe und dann alles da prozentmäßig abgezogen wird und dann Black Friday Deal sowieso ist, da habe ich den Überblick verloren. Also, aber es waren halt alle Schnäppchen. Das Einzige, was kein Black Friday Deal war, ist halt, wie gesagt, der Kalender. Die Schuhe, da habe ich extra den Karton deswegen mitgenommen. Sollten 64,99 kosten, habe 30% Rabatt gekriegt. Ich habe im Endeffekt halt bezahlt 49 oder 48 Euro, so was in dem Dreh. Irgendwas in der 40. So. Hier habe ich dann noch meine Tasche. Für die Kleine, für Spielzeug oder wenn sie unten ist. Eigentlich oder ich nehme eine andere Tasche, weil das sind 180 Liter. Ja, die wollte ich eigentlich für einen Schrank nehmen. Hoppala. So. Und meine älteren Sachen da reinmachen. Dass die nicht so. Oh, und dann sind die im Schrank ganz unten drin. Oder als. Ich habe da halt mehrere Möglichkeiten. Oder für die Große halt nochmal für. Zeug. Mal gucken hier. Aber das war so wenig. Da ich so viel Rabatt gehabt bei dem Ding. Das hat nur ein paar Euro gekostet. Und so eine große Tasche wollte ich sowieso noch mal haben. Da ging nicht anders. Da musste die bestellt werden. Also 180 Liter sollen da reinpassen. Ich wollte sie eigentlich für den Schrank. Und Sachen, die ich in den Keller bringen kann, dass die halt
da drin sind und nicht lose rumliegen. Und meine Decken, ich habe ja auch noch Decken. Eigentlich wollte ich, wollte erstmal nur eins bestellen, gucken, wie die Qualität ist. Die ist schon ein bisschen dünn. Ja, aber wenn man nicht dazu doll dran rumreißt, geht es schon. Vielleicht bestelle ich dann später nochmal eine, weil ich habe noch Bettzeug, also nicht Bettzeug, sondern Kopfkissen und Bettdecken, die noch okay sind, die ich aber ausgemustert hatte. Die kann ich dann da dann aufbewahren. Die sind zum Wegschmeißen, sind sie zu schade. So, dann habe ich einen Toaster gekauft, der war auch reduziert. Ich wollte eigentlich einen preisgünstigeren Toaster kaufen, weil der sieht hier dann doch ziemlich groß aus, aber der Toaster hat halt eine Auftaufunktion, natürlich einen Knopf zum Hochmachen, ein Stellrad, wie lange drin sein soll, Auftaufunktion und dann ein Toast mit Wellenlinien, keine Ahnung, muss ich mir das durchlesen. Da die Kleine, also die Große, unseren Toaster geschrottet hat, der war gerade mal 16 Jahre alt, jetzt hat sie ihn geschrottet, da muss man einen neuen her. Und weil sie ja ihr Brot gerne einfriert, weil sie das nicht im Kühlschrank haben will, sondern nimmt sich dann halt, friert sich dann halt so 2, 3, 4 Tüten ein. Immer mit 3, 4 oder 5 Stullen, je nachdem. Und den Rest macht sie sich dann im Kühlschrank. Und wenn sie dann braucht und mal vergisst, ja, dann hat sie dann eine A-Karte. Und so haben wir jetzt eine Auftaufunktion und kann sie dann auftauen in dem Toast. Ja. Habe ich bezahlt, ich glaube, dafür habe ich 24 bezahlt, bin mir jetzt nicht sicher. So, dann habe ich für, das sollte 8 Euro kosten, das weiß ich noch, weil es vom Preis mir natürlich gefallen hat, sollte 8 Euro kosten, habe ich dann aber gekriegt für 3 Euro noch was. Black Friday Deal und nochmal Prozente, weil das habe ich danach nochmal einzeln gekauft, daher weiß ich das. Das sind halt 4 so eine Tischdeckchen. Wenn man am Tisch isst, ja, die sind halt auch so gummiert und so und so ein bisschen hellgrau. Ja. 1, 2, 3. Also sah ein bisschen doppelt aus, habe ich gehofft, jetzt vielleicht so 5. Nein, sind 4. 4 Stück. Ja. Ach, da fehlt so ja noch was. Ich habe noch im Schrank was, muss ich gleich nochmal holen. Moment. So. Ich habe ja noch was versteckt gehabt, weil die Kleine ja überall rumläuft und so. Und hier war kein Überkarton mit bei. Ein elektrischer Hund, den hat sie sich gewünscht. Ist jetzt aber ein anderer geworden, weil der von Polly Pocket, nee, Baby Born hat echt schlechte Bewertungen. Da hat mich jetzt komme ich wieder nicht auf den Namen, ey. Susanne darauf hier hingewiesen, dass ich da aufpassen soll. Und ja, deswegen ist er der geworden. Der kostet etwa genauso viel. Der war sogar ein bisschen teurer. Der Karton ist schon ein bisschen eingedrückt. Ich will den jetzt nicht aufmachen, der ist zu. Aber den kannst du auch an der Leine führen. Der wiederholt Wörter, glaube ich. Und ja, speaking, walking. Er reibt, macht dann so und bellt und was weiß ich alles. Die lässt die Zunge raushängen und so. Ja, halt für Weihnachten. So, und dann haben wir hier noch. Muss mal gucken, wo ich es aufgemacht habe. Habe ich noch gar nicht aufgemacht? Nee, habe ich noch gar nicht aufgemacht. Hier steht auch schon Fett Playmobil drauf. Musste ich mich dann auch schon so hinräumen, dass die Kleine das nicht sieht, weil die kann zwar noch nicht lesen, Gott sei Dank, aber das kommt ja jetzt langsam, bald. Also nächstes Jahr wird dann eng. Aber hier ist, die kennt das Playmobil-Logo. Auch wenn sie den nicht lesen kann, sie weiß, was Playmobil ist. Und ich habe den Baum mit Gesicht geholt. Sie wollte ja auch noch denn den Baum. Gratis Artikel. Rappelkiste. Zu jedem Einkauf ab 20 Euro auf rappelkiste-spielwaren.com. Da kriegt man was gratis dazu. Das muss ich mir dann mal angucken.
Ich habe eigentlich nicht gedacht, dass das Ding so groß ist, aber so groß wie der Karton. Ich habe eigentlich gedacht, das ist ein Stück kleiner. Das ist dieser Baum mit Gesicht von Playmobil. Ja, den kann ich jetzt schlecht auspacken. Ja. Hier, das ist gleich für das nächste Video schon. Frauchen hat nicht bei Temu bestellt. Nicht ich, Frauchen. Wo ich dann mal bei Temu bestellen wollte. Hat dann gleich einen Batzen bestellt. So. So, dann. Das war jetzt. Wie gesagt, außer die Fernbedienung kommt jetzt noch heute. Dafür brauche ich kein extra Video machen. Weil die Fernbedienung kennt er ja. Dazu habe ich schon mal ein Video gemacht. Weil ich habe ja schon eine Pro-Fernbedienung für das Wohnzimmer. Und warum jetzt eine zweite? Weil ich die Pro total geil finde. Erstmal wegen den zwei zusätzlichen Tasten. Uah, der ist ja riesig, ey. Gott, ist der groß. Wegen den zwei zusätzlichen Tasten für Apps. Beleuchtete Tasten. Macht sich halt abends sehr gut. Du hast eine Bluetooth-Taste, da kannst du dann halt, also Lautsprecher, beziehungsweise Kopfhörer-Taste, da kannst du dann halt dein Bluetooth-Gerät gleich an- und ausschalten, oder dass es überhaupt gehen soll, halt, oder wählen. Brauchst du nicht im Menü oder so. Wenn ich wieder mit den Ohren habe, ist das ganz gut. Kann ich gleich den Lautsprecher dann, ne? Dann, kann ich sagen, wo ist die Fernbedienung, und die pfeift dann, also A-Punkt, wo ist die Fernbedienung, und dann pfeift die. Das ist halt viel wert, weil einer verliert die immer. Also entweder die Kleine steckt sie irgendwo oder fällt so vom Bett runter oder liegt irgendwo da drinnen oder keine Ahnung. Oder mir fällt sie irgendwo hin. Und da ist das dann so schon besser, wenn man die dann auch schnell finden kann. So, ich muss mal gucken, kann ich das hier drin stoppen? So, ja, mache ich so. Da habe ich nämlich nur ein Dings für die Küche. Das kommt ins Schlafzimmer. Das ist für die Kleine. Das kann hier bleiben. Aber das ist ein Weihnachtsgeschenk. Das ist ein Weihnachtsgeschenk. Das ist ein Weihnachtsgeschenk. Das ist für die Küche. Das gratis, die muss ich angucken. Das muss wieder ins Badezimmer. Ja, das kann Frauchen nachher gleich mitnehmen. So. Und den Adventskalender, den lasse ich hier. Ich bin mal gespannt. Und ich bin auch gespannt, wie das mit diesen 96 Puzzleteilen sein soll. Wie gesagt, das ist mein erster Weihnachtskalender von PlayStation. Das macht doch einen sehr dicken Eindruck. Hier oben scheint der geht dann stellenweise hier schon oben auf. Also die hat wohl. Der hätte wohl noch ein bisschen dicker vertragen können. Aber naja, wir lassen uns mal überraschen. Wir lassen uns überraschen. So, dann würde ich sagen, dann wartet jetzt erstmal für das Video. Ich habe hier noch für Temo-Video einen ganzen Korb voll mit Klamotten. Was Frauchen gekauft hat. Da kann ich euch dann auch gleich was zur Größe sagen und naja, kommt alle gleich. Also entweder jetzt nach dem Video, je nachdem wie lang das war, oder halt morgen oder übermorgen. Irgendwann kommt das. Ich bin jetzt aber erstmal weg. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ahoi, seid euer Odin.